Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder mit dem Thomas. Wir haben ihn ja lange vermisst hier auf dem Kanal. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat der Thomas so das ein oder andere neue Fahrrad mal wieder am Start. Und ich darf heute das erste Mal in meinem Leben Santa Cruz fahren. Und zwar das Heckler SL. Das ist ja jetzt, wann ist es rausgekommen? Gar nicht so lange her, ne? Anderthalb Jahre jetzt. Ja, anderthalb Jahre ungefähr. So lange gibt's das jetzt noch nicht. Macht genau. So dem Levo SL starke Konkurrenz, würde ich mal behaupten. Und ich kann das Ganze heute testen und werde euch dann berichten, wie das Ganze funktioniert, wie es sich vor allen Dingen anfühlt. Und zu den technischen Sachen kann der Thomas euch ein bisschen was erzählen, weil der hat das Rad ja umgebaut, dass es ihm so passt. Und das ist ja nicht ganz mehr Serie, richtig? Nee, ist nicht mehr ganz Serie. Also Serie ist, dass es halt ein Mallet ist. Serie ist natürlich nicht mehr, dass Noah-Laufräder drauf sind. Danke an den Noah, dass er das so schön umgespeichert hat hinten. Ja, Serie ist auch nicht die Öhlinsgabel, die ist aus dem Scott Genius. Und Serie ist auch nicht mehr die Bike Jog Sattelstütze, die mag ich halt total und sie hat halt 10 mm mehr Hub. Ansonsten ist das Bike allerdings tatsächlich Serie. Gar nicht so viel umgebaut für meine Verhältnisse. Ja, das Einzige, was ich jetzt auf Anhieb erkenne, ist der Fazua Ride 60 Motor. Genau. Den bin ich ja auch schon mal auf dem Ghost gefahren. Ride 60, der für mich als Nicht-Smartphone-Besitzer super ist, weil ich ihn einfach zu Hause hier über ein USB-Kabel am Rechner anschließen kann und dann Fehlercodes und Kilometerstand und sowas alles einfach mal selber auslesen kann. Ja, also das Besondere am Fazua ist, dass er wirklich sehr, sehr fast diffus unterstützt. Das fühlt sich, wird der Daniel merken. Man merkt auch, wenn man von dieser Stufe, bei anderen heißt es Trail, bei Fazua heißt das halt River, auf Rocket umschaltet, man merkt gar nicht sofort einen Schub. Nein, nein, man muss wirklich mehr tun, damit man mehr Unterstützung kriegt. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja auch TQ50 gefahren jetzt relativ lange. Er braucht sehr viel weniger Strom wie der Tico 50. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt heute wird, weil es relativ kalt ist. Und er gefällt mir. Vom Geräusch her ist der Tico 50 definitiv leiser. Aber trotzdem ist es noch angenehm, damit zu fahren. Ich muss sagen, ich finde das Rad hammergeil. Und es ist genau so ein Rad, wie man es braucht, wenn man nur ein Rad haben kann. Also das gibt mir alles. Fährt sich übrigens auch ganz ohne Akku relativ cool. Hat so, weil es interessiert euch ja immer, so wie es hier steht, 20 Kilo fahrfertig mit den Schwalbereifen drauf und so. Also wirklich genau 20 Kilo mit den 600 Gramm Brage-Pedalen und allem. Finde ich, ist okay für ein E-Lite MTB, wobei das Lite ja von Assist kommt und nicht vom Gewicht. Wechseln ja immer viele. Federweg, was hast du jetzt? Federweg hat das Rad vorne 160 und hinten 150 mm. Die zählen aber nicht so richtig als 150, weil wer schon mal VPP gefahren hat, der weiß, das fühlt sich nicht an wie 150, das fühlt sich an wie ewiger Federweg, weil du nie das Gefühl hast, in einen Grenzbereich reinzukommen. Ich mag das ja total. Mal gucken, wie der Daniel das mögen wird. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir sind heute hier am Bikepark Driedorf und dort werden wir das Ganze mal unter die Lupe nehmen. Und am Ende gebe ich euch wie immer ein Feedback. Wenig nach dem technischen Kram so, sondern einfach, wie es sich halt subjektiv. Mich genau. Subjektiv einfach anfühlt, um euch möglichst so ein Gefühl davon zu geben, wie das Rad für euch sich auch anfühlen könnte. Aber wie immer einmal nochmal die Bitte, ich würde niemals mehr ein Fahrrad irgendwie blind kaufen, fahrt das unbedingt Probe. Ja, unbedingt. Ich habe durch die Zeit jetzt einfach wirklich gelernt, dass die Fahrräder, auch wenn es dieselbe Kategorie ist, Beispiel Downhill-Bike-Test-Video, unterschiedlicher kann es eigentlich fast gar nicht sein. Aber genug gequatscht, ich würde sagen, wir legen jetzt los, gehen auf die Trails. Ab geht's! So, erster Uphill-Test mit dem Heckler SL. Thomas darf sich jetzt mal ausruhen. Okay. Viel Spaß, Robert! So, ich fahre auf die nächste Runde mit dem Porsche. Boah, ist das rutschig, Leute!
Boah, Digga, ey. Boah, ist das zu rutschig, ey. Ja, nur am Schwimmen. Scheiße, ey. Boah, zum Glück bin ich den nicht richtig gesprungen gerade. So, Leute, die erste Abfahrt haben wir hinter uns. Das heißt, natürlich nicht so auf mein Gewicht eingestellt. Schon sehr, sehr straff. Für so Bikeparkfahren cool. Für hier jetzt ist das fast so ein bisschen weicher noch. Unterstützung. Natürlich was ganz anderes, bin eben die ganze Zeit mit dem Bosch-Motor gefahren und jetzt im Fazua kann man natürlich hier den Boost reinhauen. Also Tom, Respekt an dich, dass du im Parker See alles mit dem Motor gefahren bist. Wenn man kurz so eine Pause braucht, dann kannst du den Boost reinhauen, hier kurz hochdrücken, dann schiebt er, aber machen wir uns nichts vor. Man muss ein bisschen mehr die Ausdauer trainieren, wenn du im Light fährst. Leute, ich will gerade Outro drehen und einfach Thomas kommt nicht aus der Puschen hier. Kennt das ja. Ich habe keinen Drahtwettertopf benutzt. Der muss sich jetzt noch die Haare richten. Ich räume mal kurz das Fahrrad hier beiseite. Slow-mo. Der Thomas hat richtig lange trainiert dafür, Slow-Mo-Aufnahmen machen zu können, auch ohne, dass ich in 100 oder 120 Frames filme. Ja. Das war jetzt ungeschnitten, unbearbeitet, einfach so. Ja, es geht um das kleine Fazit zum Thema Heckler SL, Santa Cruz. Ja, es gibt nicht viel zu sagen, das ist schon ein geiles Fahrrad. Ich muss sagen, ich wäre das jetzt lieber im Bikepark gefahren irgendwie. Das Fahrwerk für mich war ein bisschen straff, aber das kann man jetzt ja natürlich nicht so mitbewerten. Du hast ja gesagt, du findest, das ist so ein bisschen ein Zwischending zwischen Stevens und Lego SL. Ja. Und ich finde, das trifft es wirklich ganz gut den Nagel auf den Kopf. Wie der Hinterbau sich nach Mehrfederweg anfühlt, kann ich auch bestätigen, hat der Thomas ja schon am Anfang gesagt. Du könntest denken, du fährst auf jeden Fall eher so 170 mm. Aber es kommt sich nie von der Trägheit her vor wie ein Enduro. Genau, es also kommt sich gar nicht, es fährt wie ein Trailbike, aber fühlt sich von der Reserve her an wie ein Endurobike, ne? Ja. Also da haben wir gute Arbeit gemacht, gutes Fahrrad. Allerdings muss ich auch offen zugeben, der Motor ist nichts für Daniel. Ja, das, ja, ich bin natürlich heute vorher die ganze Zeit einen Bosch-Motor gefahren und dann auf Full Size. Full Power, 85 Newtonmeter. Und hier ist natürlich der Fazua Ride 60 drin, der hat natürlich, also wenn ich den ganze Zeit im Vollboost fahre, dann ist okay, dann ist das was für mich. Nee, es ist einfach eine Umstellung, also ich finde, man muss sich einfach darüber im Klaren werden. Jetzt hat man vergessen, es ist wahrscheinlich gar nicht so sehr das Drehmoment, weil das ist ja hier mit 60 auch okay, aber der Bosch leistet, glaube ich, in der Hauptpeak-Leistung bis 650 Watt kurzzeitig, da ist der Fazua raus, ne? Ja, man muss sich einfach im Klaren sein, was man für ein Rad haben will, was man damit machen möchte. Wenn ich, wie ich jetzt, ich will
habe 2 Stunden Zeit und will so viel Abfahrten wie möglich machen und mich echt auch nicht anstrengen beim Bergauffahren, dann hole ich mir nicht so ein Fahrrad. Wenn ich ein Fahrrad haben will, was sich bergab mehr nach Biobike anfühlt. Und was auch ganz wichtig ist, wie viel ihr fahrt. Also meine Trails, ich habe oft immer nur 1 Stunde Zeit. Ich fahre also maximal so 20 Kilometer. Mhm. Da sehe ich es einfach nicht ein, mit einem Full-Size-Bike mit 4 Balken zu Hause anzukommen. Wofür fahre ich dieses Gewicht spazieren? Ja. Wenn man natürlich jetzt 40, 50 Kilometer Wochenendtouren macht, wie ich das bei manchen lese, die 5 Stunden weg sind und keine Ahnung, 60, 70 Kilometer Trailtouren fahren, abgesehen davon, dass ich dann zu Hause gelünscht werden würde, dann macht ein Leitfahrrad überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil man muss jetzt schon echt sagen, wir sind heute hier schon fast 900 Höhenmeter gefahren, über 20 Kilometer. Ja. Und ich hatte 2 Lampen weg. Ja. Beim 430er Akku, bin aber die ganze Zeit halt in diesem mittleren, die normalen würden Trail sagen, Fazur sagt River zu dem Modus. Außer da, wo ich das Rad gefahren bin. Außer, ja genau, okay, Daniel hat da mal kurz auf Rosa gestellt. Also ich finde... Nee, man kommt auch schon, man kann damit auch eine Tour fahren von 3 Stunden. Wir haben das ja damals mit dem Levo SL auch gemacht. Ja, da muss man natürlich viel mehr tun. Genau, muss man mehr machen. Was allerdings... Was er da auch gemerkt hat, was das, also wenn, wer da drauf steht, das ist das der Motor Nummer 1, er schaltet noch unauffälliger zu wie der TQ. Ja, ja, der TQ man hat merkt mehr. Manchmal gar nicht, ist er jetzt, also nur am Geräusch hört man es, man spürt es beim Kurbeln überhaupt nicht, ist er an, ja, ist er aus, ja, ja. Die Leistung wird auch nicht so bäm freigegeben, sondern erst, wenn du trittst, dann tut er auch was und dadurch merkt man gar nicht, wenn der sich an- und ausschaltet. Das muss man aber wiederum wirklich dann auch wollen, ja, und mögen. Ja, ja. Ne? Wer diesen klassischen E-Bike-Effekt haben will, von buh, jetzt ist das E-Bike an, lass die Finger von fast allen Light-EMTBs. Ne? Ja. Also man muss einfach wissen, was man haben will. Ich bin immer so echt im Zwiespalt, weil ich einfach darauf stehe, nur ein 20-Kilo-Rad zu fahren. Der Thomas hat es ganz gut gesagt, dass ich direkt viel verspielter mit dem Rad gefahren bin, weil es halt einfach dazu einlädt, weil es nicht so träge ist, ne? Und gut, Mallet kommt noch dazu, dann die Geo kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu. Dann der silberne Lack. Der silberne Lack kommt dazu. Der macht ja viel schneller wie das Schwarz. Ja, und das Schutzblech. Ja, das Schutzblech, genau. Ja. Richtig. Also ich finde, man kann da lange, lange drüber diskutieren, was jetzt irgendwie das bessere E-Bike ist. Light Assist oder Full Size oder was auch immer. Im Endeffekt muss das irgendwie jeder selber wissen. Der wichtigste Satz des Fahrradverkäufers, wenn er ein guter Fahrradverkäufer ist, ganz am Anfang beim Kundengespräch: Was wollen Sie mit dem Fahrrad machen? Und das musst du dir erstmal ganz klar beantworten. Und wenn du das weißt, dann kannst du danach dein ideales Fahrrad aussuchen. Ja. Wo legst du den Hauptfokus drauf? Wenn einer zum Beispiel nur Park fährt, warum soll er sich ein Enduro kaufen? Ja? Also wofür? Ja? So, und wenn einer nur Cross Country fährt, dann braucht er auch kein Downhill-Bike. Ja? Das ist einfach, also man muss sich schon klar sein, was will ich fahren und wie oft will ich das fahren. 100%. Ja Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Glocke und aktivieren. Glocke aktivieren nicht vergessen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.